Wir sprechen über Biercoin, GTA 6 und Flatex de Giro. Und dazu habe ich mir einen Sidekick geholt aus Hamburg. Bis gleich. Und ich habe mir den Benny geholt. Grüß dich, Benny. Moin, Thomas. Schön, dass du da bist. Und wir haben ein Hauptthema Nvidia. Hast du das gesehen? Ein Fan oder eine Aktionärin von Nvidia hat sich heute eine Unterschrift geholt aufs Top direkt und geht durch Social Media. Der Nvidia-Hype geht weiter. Hast du Nvidia-Aktien? Ich habe Nvidia-Aktien. Ich muss allerdings gestehen, mir ist sowas noch nicht passiert. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach nicht genug Nvidia-Aktien. Das könnte es ja sein. Ich weiß also, nicht, vielleicht hast du da eine Aktie der drauf. Vergleich ist ja immer Cisco in den 2000er Jahren. Cisco Systems ging durch die Decke, jetzt Nvidia. Damals war der Cisco-Chef eine Ikone überall auf den Titelbildern und der sieht aus wie ein Rockstar und gibt Autogramme und schreibt aufs Top und ich bringe mal diesen Witz, das Top in der Aktie, wenn er hier auf Top schreibt. Also du bist investiert und bleibst dabei. Ich bin ja schon ewig lange draußen. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei und zwar, ich muss sagen, vielleicht die mich nicht kennen, ich habe eine Werbeagentur und bei uns in der Branche ist insgesamt das ganze Thema KI ist so massiv auch eingezogen und es sind einfach ganz neue Tools, mit denen wir arbeiten, die uns mehr Möglichkeiten auch geben, auch effizienter zu werden und so weiter. Wir hatten tatsächlich auch einen Kunden aus der AI-Branche, die Server Farmen aufbauen und als ich mich mit dem unterhalten habe, das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Er sagte zu mir, an Nvidia führt eigentlich nichts vorbei. Und die sind massiv dabei, Farmen aufzubauen. Und so, jetzt bin ich nicht die hellste Aktienkerze auf dieser Torte. Ja, ich würde mich mal so als sehr, sehr interessierten Anleger mal bezeichnen. Und keine Ahnung, mache das jetzt seit über 20 Jahren. Aber eigentlich immer, wenn mir irgendjemand aus einer Branche gesagt hat, hey, alles rein. Oder beziehungsweise noch nicht mal den Aktienfokus drauf hatte, sondern einfach gesagt hat, ey, das ist geil, daran kommst du nicht vorbei, dann sage ich mir so, boah, ja, dann ist doch irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie was dran. Ja, jetzt kann die Aktie natürlich auch schon schön heiß gelaufen sein, ist sie vielleicht auch, aber Tirelli, morgen ist doch der große Split. Jawohl, so ist und es. Und darauf hoffe ich. Genau, ja. Zum Freitag wird gesplittet, 10 zu 1 und dann werden aus 1.225 Dollar 122,50. Aber wir wollten über was anderes sprechen. Du hast was Geiles mitgebracht. Du bist ja auch so ein bisschen angefixt von Bitcoin. Das ist der Biercoin. Was ist Biercoin? Ja, das ist, also erstmal muss man ja vielleicht mal da mal überhaupt mal so einsteigen. Diese ganzen Memes, die sind ja in den letzten Monaten echt krass auch durch die Decke gegangen. Ich habe da auch für dich was vorbereitet. Ich habe gedacht, ich könnte ja auch so einen kleinen Meme hier, ja, vielleicht hier, Achtung, so ein kleines Bilderrätsel. Wer bin ich? Okay, warte mal, jetzt muss ich dich mal kurz ins Vollbild nehmen. Wer bin ich? Wer bin ich? Sorry, löse es auf. Das ist jetzt so ein Bist du der Witz. Hier? Manchmal muss ich mich ja echt wundern. Nee. Manchmal muss ich mich ja echt wundern. Einen Haufen Geld verdienen, da müsst ihr halt auch mal ein bisschen was dafür tun. Alle schreiben mir, sie wollen diesen Bitcoin kaufen und sie kriegen das nicht hin. Man braucht natürlich auf der Phantom Wallet Gas Fees. Also. What? Was für eine Wallet? Was braucht man da? Und was erzählt er? Das ist doch hier der Prinz von irgendwas. Der Prinz von Anhalt, der ist ungefähr so seriös wie ich hier gerade mit meinem Hut. Ja, um das Rätsel übrigens aufzulösen, ich wäre Benny with Hat gewesen. Ja, weil Dog with Hat ist ja ziemlich durch die Decke gegangen. Ja, dieser kleine Meme-Hund mit einem Hut oben drauf. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Nein. Lass uns erstmal hier nochmal reingucken. Die erzählen Gebühren, uns ja noch was, ne? Um den zu kaufen. Und die muss man in Solana auf der Exchange haben, auf der Wallet. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann habt ihr jetzt die Chance, bei Maxi zu kaufen mit USDT. Da braucht man keine Solana mehr. Maxi ist jetzt endlich der Bitcoin gelistet. Vielleicht kriegt ihr das ja hin, weil die Reise hat gerade erst begonnen. Und ihr solltet euch vielleicht mal zusammenreißen und nicht mir laufend Nachrichten schreiben, wie kann man das kaufen? Oh, ich habe gesagt, die Wallet hat gesagt, ich habe nicht genug Gas Fees. Ja, dann müsst ihr euch halt mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Lehrer für 100.000 Menschen, die einfach zu faul sind, selber mal. Schön, schön erstmal die Community beschimpfen und aber im Hintergrund schön hier
die Sachen pushen, ja? Also wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, wer steht denn hinter Biercoin? Kriege ich da Bier oder was ist da los? Erzähl doch mal, was ist Biercoin? Ja, also ich glaube, deshalb habe ich hier auch diesen leicht bescheuerten Hut meiner, der ist nicht bescheuert, der ist der Hut meiner Tochter, das ist natürlich ein wahnsinnig cooler Hut, ja, kann man immer aufsetzen, immer gut, gut gekleidet. Also man muss erst mal sagen, diese ganze Meme-Coin-Geschichte, ja, ist im Endeffekt eine Wette auf geile Bilder, so, und geile Symboliken, und dahinter stecken Communities. So, also das ist einfach aus der ganzen Krypto-Szene herausgekommen, vielleicht so ein bekanntes Beispiel, Dodge, ja, ist ja, das sind ja Milliarden an Marktkapitalisierung inzwischen auch dahinter, ja, oder eben Dog with Fat, ja, deswegen hier mein Hut hier. Das sind durchaus Trades gewesen in den letzten Monaten, die teilweise gerade denen auch, die in der Pre-Sale-Phase dabei waren, Wahnsinnsgewinne gebracht haben, also so wie man das früher mal von Bitcoin oder sowas vielleicht auch erlebt hat, ja. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass die Sinnhaftigkeit jetzt im Vergleich zu Altcoins, wie jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt über eine Bitcoin oder Ethereum oder sowas sprichst, ja, da ist ja schon irgendwo eine Daseinsberechtigung auch da. Darüber kann man sich streiten. Ich möchte jetzt gar nicht das Fass aufmachen, ob Bitcoin morgen weg ist oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird sich auch durchsetzen. Kryptowährungen werden sich auch langfristig durchsetzen. Deswegen bin ich auch investiert. Ich finde, andere Geschichte ist es bei diesen Meme-Coins. Und bei Meme-Coins, ich habe auch welche hier und da, so ein paar kleine Positionen. Hast du Bitcoin gekauft? Ja, einfach um das mal zu testen, habe ich mir mal reingelegt. Ich war schon 30% im Minus, ich war schon 40% im Plus, und das wechselt dann ungefähr so sekündlich. Wollen wir hier mal zuhören, was er sagt vom Pricing her? Und ich habe Presale verstanden, das heißt, Insider dürfen schon vorher kaufen und schieben das dann auf den Markt? Oder jein. Gibt's so einen Pusher dahinter? Also, das ist, Meme-Coins leben von Communities. Das muss man erstmal verstehen. Ja, also du brauchst, um einen Meme-Coin rauszubringen, du sagst, hey, das ist total der heiße Scheiß. Alle fahren drauf ab und sagen, jawohl, komm, yo, wir kaufen jetzt, keine Ahnung, Dogecoin, oder wir kaufen eben jetzt Biercoin. So. Und jetzt ist es aber halt auch so, dass da, also pro Tag werden über 1000, sind sogar 2000 an Coins auf Solana auch rausgebracht. Also sind, habe ich mal gelesen. Ja, also ich bin nicht der super, super Krypto-Experte, aber ich fand das wirklich enorm. So. Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen drauf zu achten, wer ist denn da jetzt dabei, der das wirklich als ein seriöses Projekt irgendwo auch mit anschiebt und wer nicht. Und das Ganze lebt natürlich auch davon, dass auch massiver Druck auch aufgebaut wird und diese Marketingwelle nach oben rausgeht. Und du kannst ja vielleicht nochmal auf deine Website gehen, hier von Biercoin. Die hattest du vorhin schon mal auf, wenn du uns sehr, sehr, sehr krass geben kannst. Das heißt, die Jungs haben halt hier auf jeden Fall eine gute Insider-Information. Das Dottenlaute, gucken wir auch gleich nochmal rein. Also wir hatten jetzt die Webseite von Biercoin, genau. Genau, ja, also wenn du hier mal reingehst, ja, das ist ordentlich aufgemacht. Wenn du auch mal nach unten gehst, ja, da werden dann Preise und so weiter da auch unter den Käufern dann hier verlost auch, ja. Auch sehr schön übrigens ja auch, wieso sie es machen, ja. Das siehst du eigentlich halt auch schon, dass hinter so einem Meme erstmal nicht so viel steht. Mit Memes lassen sich Dinge machen, wie auch mit NFTs. Das muss man dazu sagen. Ja, da müsste man jetzt darauf einsteigen. Du könntest das natürlich später als eine Kneipenwährung zum Beispiel rausbringen. Ja, oder du könntest, keine Ahnung, mit QR-Codes auf Bierdeckeln irgendwo eine Aktion fahren oder so. Also es lassen sich durchaus mit Coins, mit Meme-Coins, die an einer Bedeutung gewinnen und in der Community akzeptiert sind, lassen sich durchaus ja auch marketingseitig auch in der realen Welt irgendwo Werte auch schaffen. Ja, das muss man sagen. Biercoin habe ich noch was immer die Frage, anders gefunden. Wer ist denn drin und ist das eine Verarsche? Hören wir uns den mal an. Ah, Biercoin, ja, das wird so geil. Вот вам, блядь, Биркоин. 2,5 Millionen Liquidity. Gestern waren das noch 3,5 Millionen Liquidity. Wo ist die eine Million hin? Wo ist die hin? Richtig, nicht bei dir. Sondern bei den, ich glaube, er hört sich verrückt an, aber er ist nicht ganz verrückt, weil er sagt natürlich, wir bringen Liquidität raus, verkaufen die ab, bringen immer wieder Neues und dann... Die das Projekt betreiben, beziehungsweise die auf den Coins sitzen.
ja, die Liquidity ist burnt, alles ist super, alles ist wunderbar. Arschlecken, Feuerwerk. Wenn du ein Drittel der Coins im Presale verkaufst, hast du immer noch zwei Drittel, um auf die Community zu dumpen. Genau, auf die Community zu dumpen. Also das heißt, ich verkaufe das an die Leute, ich baue etwas, mache einen riesen Hype drumherum, baue eine Webseite vielleicht hier, verkaufe das und dann wollen alle durch die Tür und dann schickst du noch so einen Jubelprinzen los. Du, ich wollte gerade sagen, du brauchst auf jeden Fall gute Leute in der Community, die ordentlich pushen und das hier eben ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, ja, hier unser Prinz von und zu Anhalt, ja, da können wir vielleicht auch mal reingucken, das Video fand ich auch ganz geil, ja. Jetzt hier noch weiter bei ihm. Ist ja zu machen. Also genau. Geht auf Maxi, da könnt ihr kaufen mit USDT. Ja, also okay, weil so. Eigentlich sieht man hier ja sehr schön auch, wie die ganze Maschinerie auch da funktioniert. Ja, es wird halt gesagt, so, ey, wenn du jetzt nicht die Chance nimmst, das sind tausende von Prozenten sind drin. Die sind auch tatsächlich drin, die waren auch schon drin, wenn man sich den Chart auch mal anguckt. Ich weiß nicht, ob du den gerade mit da hast. Ja, also du musst hier vielleicht mal reinzoomen, gerade auch zum Verkauf, wo wir da gestartet sind. Das ist ja auch alles. Noch nicht so lange her. Ja, also das sind irrsinnige Bewegungen auch gewesen da drin. Ja, und das Ganze verkauft sich auch ab. Aber das, was das eigentliche Problem bei Bitcoin ist, dass die Liquidität, die draußen ist im Vergleich zu dem, was an Marktkapitalisierung draußen ist, also wie viel da tatsächlich an Kohle auch drin steckt und da eben ja auch an bei Leuten eben wie bei unserem lieben Herrn Prinz, ja, und anderen Influencern, ja, die da vorher schon richtig fette Positionen da drin haben, die versuchen natürlich abzuverkaufen. Und wenn du da insgesamt einen Markt hast, wo auch Social Media Accounts mit drin sind, die durch Bots hochgetrieben werden und so weiter, also quasi so ein künstlicher Hype erzeugt wird, dann ist einfach so ein bisschen die Reise nach Jerusalem, ja. Irgendeiner sitzt dann halt zum Schluss auf dem Boden und dann ist halt doof. So, und natürlich willst du nicht der Letzte sein, ja, und genau, und da können wir vielleicht auch da mal mit reingucken bei dem Video hier. Ja, der so wie ich das im allerersten Video auch schon mal gezeigt habe, dass das Ganze doch noch nicht so schnell enden wird, aber wichtig, wenn du schon investiert hast, sollst du jetzt immer wieder kleine Häppchen auch nehmen, weil von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Und ja? Das kenne ich von der Börse, von Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden, also es ist vergleichbar. Und du siehst auch selber, dass die Hauptliquidität hier auf der rechten Seite immer noch nur auf 10 Millionen ist, obwohl der Coin die ganze Zeit am Steigen ist. Das heißt, wir wachsen hier nicht so krass, ehrlich gesagt, an. Die Marktkapitalisierung steigt natürlich drastisch an. Ja, jetzt mittlerweile auf 200 Millionen. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen. 200 Millionen stecken im Bitcoin? Ja, naja, oh und noch mehr, ne? Oh mein Gott. Stellen, dass die Jungs anfallen, so auf die 1 Milliarde hochzuklettern. Und dann würde ich spätestens. 1 Milliarde von nichts. Sorry, ich muss hier leider den Showstopper spielen, also das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, aber ja, bei 800.000, beziehungsweise, sorry, bei 800 Millionen auch das Ganze auch realisieren. Heißt konkret, nimm kleine Häppchen mit, du wirst auch selber sehen, ja, die Leute bei uns aus der Community wissen, wie man die Liquiditäten auch erkennt, weil du ja einfach hier danach suchen kannst, nach den Top-Holdern halt auch einmal, wie die auch einmal agieren. Und wie die auch. Das ist ja auch interessant. Wer hält denn eigentlich diese Coins? Und da ist ja interessant, wenn die Initiatoren verkaufen, dann müsste man sich auch verabschieden. Handeln. Das heißt, es ist gar nicht so schwer, auch Erdem sein Portfolio oder auch vom Flo das Portfolio auch rauszukristallisieren. Ja, vom Flo wird es eins dieser Wallets hier auch einmal sein. Ja. Also das heißt, da stehen Influencer auch dahinter, die das Projekt mit angeschoben haben. Die wurden im Presale mit Coins eingedeckt oder haben Geld investiert. Und wenn die verkaufen, ist das ein Zeichen dafür, dass es abwärts geht. Richtig, und das ganze Problem ist natürlich auch, dass die größten Positionen, da stecken dann auch gern mal so 10, 5%, 6% und so weiter damit drin. Ja, Flo Farrell wurde da immer wieder genannt, hier Prinz von Anhalt aus dem Naga Management, da scheinen auch die Macher irgendwo dahinter zu sein. Wer es genau ist, weiß niemand so recht. Das ist auch, also ich finde auch erstmal, ja, nicht so schlimm, aber hier scheint es schon irgendwie bei dem Bitcoin irgendwie um so ein Meme-Coin zu gehen, der ganz, ganz massiv hier gerade gepusht wird. Und ich, wenn du mich fragst,
Ja, ich bin ja nun nicht der Tippchecker. Ja, ich werde mein Experiment werde ich auch hier beenden, ja, mit Biercoin, meine Meinung, ja, und ich mache mir hier lieber ein echtes Bier auf. Das, sehr gut. Also finde ich. Sehr gut. Wir haben noch Nachmittag, ehrlicher. Wir haben ja. Nachmittag, 15 Uhr und du trinkst Stimmt Bier, nicht, aber ne? du kommst ja aus Kulmbach und da ist es ja durchaus üblich, dass man schon mal ein bisschen früher Bier trinkt. Richtig, ja, also auf Kulmbach kommen wir auch noch zu sprechen. Jawohl, ich habe was anderes mitgebracht. Ja? Ich will nicht sagen, ist seriöser, aber es ist zumindest ein Thema, was mehr Menschen bewegt. Es geht hier um GTA und ich weiß nicht, wer sich damit auskennt. GTA ist ein Videospiel und das letzte Update, GTA 5, kam 2013 raus, also relativ lange schon her. Und jetzt vor wenigen Monaten ist ein Trailer auf den Markt gekommen. GTA 6 kommt raus im Herbst nächsten Jahres, also noch richtig lange hin. Und wer Kinder hat oder Jugendliche, ich habe ja einen Teenager, der spielt auch GTA. Und hier geht es natürlich um ein Pärchen und um Bandenkriminalität und fette Autos und wie auch immer. Aber GTA ist das zweitwichtigste Videospiel. Und dahinter steht eine Aktie, Take-Two Interactive. Das ist der Publisher, also der rausbringt. Und die hatten Rockstar Games gekauft. Und Rockstar Games hat GTA sozusagen entwickelt. Und es gab jetzt verschiedene Leaks, wo Details von dem Spiel schon bekannt wurden. Das ist jetzt der offizielle Trailer 2. Und es scheint halt sehr, sehr interaktiv zu sein. Es geht ja immer darum, wie sind die Charaktere in diesen Spielen. Da gibt es dann die Spieler selber und dann eben auch die Leute, die sozusagen die NPCs, die computergesteuerten Personen im Spiel. Und wie kommen die rüber, wie ist die Anmutung, das interaktive Verhalten. Und das ist ein großes Thema und dazu gibt es auch eine Aktie. Und die wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich habe auch im Podcast drüber gesprochen, schon mal vor ein paar Tagen. Oder besser gesagt gestern, die Take-Two. Und da gab es auch einen Kommentar dazu bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ja, gut, das hättest du auch mal im April sagen können, dass man in diese Aktie einsteigen soll. Klar, nehmen wir mal an, hier April, wo man da steht, ja, wer hätte gedacht, dass es so nach oben geht? Und wenn man hört, dass GTA eines der meistverkauften Videospiele ist und dann ein wichtiges Update kommt, GTA 6, das letzte 2013, GTA 5, das ist ein Riesenmarkt und hier werden Milliarden gemacht, auch mit Ingame-Verkaufsoptionen, also da kann ich mir dann Tools kaufen, investieren. Also das ist... Memes vielleicht. Ja, vielleicht auch. Also das ist im Vergleich zu deinem Biercoin auf jeden Fall seriös. Obwohl man natürlich sagen muss, klar, Aktie jetzt schon stark gestiegen, Market Cap, glaube ich, 25 Milliarden oder sowas. Trotzdem, GTA ist ein Spiel zum Anfassen, ein virtuelles Spiel zum Anfassen und ziemlich beliebt. Und der Trailer macht auf jeden Fall Spaß auf mehr. Schnelle Autos, Waffen, einfach ein Computerspiel, wie es heutzutage sich gehört. Also, wenn du eine Aktie für deine Watchlist brauchst, dann schreib ruhig mal die Take-Two drauf. Die Take-Two Interactive wird auch hier gehandelt in Deutschland. Und GTA ist hier das Stichwort. Aber du Bist hast du noch. Butler? Nein, aber mein Sohn, deswegen bin ich ein bisschen mehr in das Thema eingestiegen. Ich bin kein Videospiel-Dattler. Aber du hast noch was richtig Seriöses mitgebracht. Und wir hatten schon über Kulmbach gesprochen. Hier ist der Chart dazu. Ja, ich fand das einfach ganz, ganz spannend. Ja, da ging ja einiges ab bei Flatex. Ja, Flatex war ja in den letzten Wochen gab es ja den großen Battle, den großen Showdown, eigentlich auch fast wie beim E-Gaming, ja, würde ich mal fast sagen, nur in der realen Welt, zwischen Altaktionär Bernd Förtsch und dem Vorstand und Aufsichtsrat von Flatex, weil, wie ich finde, zu Recht Unmut aufgekommen ist. Ja, zu wenig Innovation, man weiß nicht, wofür steht denn überhaupt noch Flatex als Broker und so weiter. Und gestern kam es ja zum großen Showdown. Vorab ist ja Niehage als CEO jetzt ausgestiegen. Ja, gestern war Hauptversammlung. Und ja, da würde mich mal interessieren, was du denn da so sagst. Ja, sollte man denn da jetzt wieder einsteigen? Also ich habe mir den Chart gerade heute Morgen nochmal angeguckt von Flatex. Da ist ja doch einiges passiert. Also auch gerade eben, seitdem dieser Battle eigentlich auch ausgebrochen ist.
Also generell geht es eben darum, mangelnde Innovation in den letzten Jahren, ja, was bemängelt wurde, wie ich finde, zu Recht. Dann die Sache mit der Vergütung des Vorstands und so weiter. Und ja, also ich finde, Flattex finde ich total spannend. Ist ja ein Pionier im Broker-Business. 5 Euro, das war so das Hauptthema. Bernd Förtsch hat damals den Flattex-Broker an die Bordsteinkante geschoben, hat damit, war eigentlich nur ein Frontend, im Hintergrund war die BIW-Bank und dann gab es ein Reverse-Takeover, man hat die BIW gekauft und dann viel intern aufgeräumt und dann ist erst die Flattex zur richtigen Bank geworden und dann hat man immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht, das heißt, der Herr Förtsch wurde immer stärker verwässert, hat neue Kunden reingeholt, Flattex wurde aufgebaut. Herr Niehage hat die Firma zur Milliardenfirma gemacht, muss man auch mal sagen, hatten die wenigsten geglaubt. Und dann kam auch noch Glück dazu. Corona hat auch Flattex total in die Karten gespielt. Und der Aktienkurs hatte sich wahnsinnig gut entwickelt. Hier sehen wir es, ja. Das war so die Zeit Corona 2021 hier im Hoch, fast 30 Euro. Jetzt hat sie sich halbiert bei 14, aber sie stand schon bei 6. Und hier scheint diese Revolte von Bernd Förtsch doch so einen positiven Impuls gegeben zu haben. Und wenn wir uns anschauen, heute eine aktuelle Einschätzung von Hauck Aufhäuser, Kursziel auf 16 Euro angehoben, Einschätzung kaufen. Dann gab es die Deutsche Bank Research, hat auf 15 Euro angehoben, kaufen. Und jetzt steht die Aktie wieder auf so ein 2-Jahres-Hoch. Also ja, Bernd Förtsch scheint der Aktie wieder gut zu tun. Aber du kennst ihn ja persönlich. Meinst du, er wird den Laden nochmal so richtig Schwung verleihen? Definitiv. Also meine wirklich tiefste Überzeugung, wenn es einer schafft, dann er. Also man vergesse nicht damals noch. Kennst du noch aus den Zeiten damals? Die Werbekampagne. Für mich als Werber natürlich, ja. Das interessiert mich, ja, da schlägt mein Herz für. Aber er war damals der Erste, der eigentlich überhaupt mal die Weitsicht hatte. Also ich meine, nach den ganzen Comdirects und wie die alle Konsors und so weiter, die draußen waren. Und er war derjenige, der gesagt hat, so wisst ihr was, ich gehe jetzt mit einer Flatrate raus mit 5 Euro. Und er ist einer, der nicht im Hintergrund still in seinem Kämmerchen sitzt und dann mal abwartet, so was da passiert. Wenn das alles gut ist, dann ist das auch gut, aber er ist ein Macher. Er ist ein Visionär, durch und durch. Und ich glaube deshalb sehr wohl, ich glaube, dass er jetzt gestern mit, ich glaube, 75% Zustimmung oder so in den Aufsichtsrat gewählt wurde, ist, glaube ich, super gut. Und er ist auch jemand, der sich einmischt. Also der guckt nicht nur zu und wartet die Reports ab, sondern er mischt sich ein, was ja eigentlich gar nicht die Aufgabe ist des Aufsichtsrates. In der Schweiz, der Verwaltungsrat darf sich ein bisschen mehr einmischen. In Deutschland hat der Aufsichtsrat eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich glaube, hier wird es aber ein bisschen anders sein. Ja, ich glaube, er wird Impulse geben. So, das wäre so meine Erwartungshaltung. Ich meine, das wird man vielleicht auch nicht jetzt so in der Öffentlichkeit mitbekommen, so, ja, was dann da hinter den Kulissen läuft, das weiß man nicht so, aber ich glaube einfach, er hat Flattex als sein Baby auf dem Radar, auf dem Schirm, das hat er gezeigt in den letzten Wochen. Ich meine, es war krass irgendwie, was da abgegangen ist, ja. Könnt ihr euch vielleicht nochmal angucken, so in den auf Google. Aber ich finde, tendenziell finde ich das spannend. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei der Aktie aktuell noch einsteigen würde. Ich finde halt so, weiß nicht, ist der Markt jetzt gerade so da? Mal gucken. Und der Hype ist halt jetzt auch schon so ein bisschen vielleicht auch drin. Ich weiß es nicht. Ja, und was vor 5 Jahren billig war mit 5 Euro, heißt halt heute 1 Euro. Man sieht das hier, das Neukundenangebot 3 Jahre lang für 1 Euro pro Order handeln. Wir haben Scalable, wir haben Trade Republic, N26 kommt in den Brokermarkt rein. Also wir haben extrem viel Preisdruck auch drin. Flattex zahlt keine Zinsen derzeit. Trade Republic schüttet 4% aus oder gibt das EZB-Zinsniveau einfach weiter an die Kunden. Flattex ist auch aus dem Einlagensicherungsfonds ausgetreten. Also Herr Niehage hat alles dafür getan, um besonders viel Rendite zu erwirtschaften, was ja gut für die Aktie ist. Deswegen bin ich auch eher ein bisschen skeptisch, was die Performance betrifft. Aber klar, 15, 16 Euro sind noch drin. Jetzt stehen wir bei 14,20 Euro. Also da ist noch Luft nach oben. Ich höre aber raus, dass du nicht involviert bist oder nicht investiert bist. Nee, ich bin nicht investiert,
Aber ey, keine Ahnung, ich finde halt, dass es irgendwie momentan irgendwie auch so ganz schwer auch abzuschätzen, wie es da so marktmäßig jetzt weitergeht. Also ich meine, gerade so Brokerage-Aktien wie auch Börsen und so weiter, ich meine, die leben davon, dass die Umsätze halt entsprechend anziehen. Ich glaube, also die eine Seite ist die operative Seite. Ich glaube, da wird jetzt definitiv frischer Schwung reinkommen, nicht nur für den Aktienkurs, sondern auch für alle Kunden da draußen. Ich glaube, da werden jetzt richtig, also das wäre so meine Erwartungshaltung, da wird was passieren. Aber ich weiß, ich bin da, ich habe die einfach nicht so auf der Watchlist, bin da nicht so drin. Wie gesagt, ich fand das inhaltlich irgendwie super spannend und ja, ich Und es wird weiß vielleicht nicht, auch ich habe eher gerade andere Aktien auf der noch Watchlist so, mehr ja. Börsengänge geben. Zum Beispiel hat Ingo Hillen von Sino so ein bisschen durchblicken lassen. Er könnte sich vorstellen, dass die Trade Republic an die Börse geht. Scalable, der Erik Potzowait, hat in einem Podcast auch gesagt, ja, wir könnten uns das vorstellen. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr. Aber auch diese ja, Startups, Neobroker, die drücken an die Börse. Und dann bekommt auch Flatex so ein bisschen mehr Benchmark. Klar, man vergleicht das ja mit den amerikanischen Brokern. Da gibt es schon eine genügend Benchmark. Also hier ist noch Schwung drin. Ich bin auch nicht investiert. Ich sage so, mit 15, 16, 17 Euro ist die Aktie gut bezahlt. Ich erwarte auch eher so ein Abschwächen des Marktes. Aber im Moment, kommen wir wieder zurück auf Nvidia. Im Moment dominieren halt solche Bilder. Und ja, the sky is the limit. Es geht nach oben. Und es freut mich, dass du investiert bist. Ja, ich finde, du, morgen, wie gesagt, Aktiensplit, ja, und dann Sky Limit und all das, Sehr ja. gut. Nein, Wir, Spaß, das, was wir hier keine Ahnung, alles ich hoffe es sagen, einfach. das, was wir hier sagen, ist ja sowieso immer keine Anlageempfehlung. Alles, was ihr macht, müsst ihr selbst verantworten. Wenn ihr investiert, dürft ihr natürlich nicht auf uns hören, sondern wir erzählen ein bisschen über unsere Meinung, plaudern ein bisschen über den Markt. Benny, schön, dass du da warst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt Danke uns für die bitte Einladung. einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schreibt gerne mal rein, was ihr so für ja, geile Aktien findet und was euch interessiert. Benny, ich danke dir vielmals. Viele Grüße nach Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.